Es ist ein Ort, der wirklich einmalig ist im Saarland. Spaß beiseite, er ist wirklich einmalig. Wir sind im Wallerfang. Wallerfang liegt in der Nähe von Saar Louis, ist aber ein eigener Ort, richtig? Ist richtig. Wie viele Einwohner hat Wallerfang? Oh, so circa mit dem GAU mindestens 10.000. 10.000? Ja. Was ist der GAU? Das ist der GAU, das ist Giesingen, das ist Bellersdorf, verschiedene Dörfer oben im GAU. Genau, wir sind im Wallerfang, Sie haben dort einen Edeka-Markt. Edeka ist, wie man so der Presse entnimmt, in letzter Zeit größter Anbieter für Lebensmittel in Deutschland. Das ist richtig. Das Ganze ist aber sehr dezentral aufgebaut, richtig? Das ist auch richtig. Das heißt, Sie wohnen hier, Sie leben hier, Sie sind verantwortlich für den Markt und der Markt, der gehört Ihnen noch. Genau, ja? Richtig. Genau. So ist es, ja. Ja. Edeka-Markt ist einer der etwas größeren, ja, hat 1800 Quadratmeter. Das ist korrekt. Hat 110 Parkplätze, die sind hier. Und in Wallerfang sind Sie schon hier eine wichtige Größe mittlerweile, oder? Ja, seit 9.06. sind wir hier am Start mit dem Edeka. Genau. Seit 9.06. 9.06. 2000? 2016. 2016. Ist ganz frisch? Ist ganz frisch. Ganz frisch. Ja. Wie viele Leute wissen das denn schon? Ach, doch schon einige. Ja. Es kommen so knapp 4.000 Kunden haben wir in der Woche schon. Okay, ja. Aber es werden jetzt viel, viel mehr. Denn Sie haben was ganz Abgefahrenes überlegt sich. Ja. Wir machen mal eine Aktion, die es wirklich in sich hat. Ja, was ist das meistgetrunkene Bier im Saarland? Carlsberg Urpilz. So, wir gehen mal rein, schauen uns mal Ihren Laden an. Gerne. Wie lange sind Sie denn schon im Lebensmittelgeschäft? 30 Jahre. Wie 30 Jahre? Sie sind doch erst 46. 46? Ja. Seit 16? Genau, 1986 mit der Lehre begonnen. Wo? In Zweibrücken, wo ich geboren bin. Ja, in welchem Markt? Das war in Emenalker Rewe-Markt. Rewe-Markt. Ja. Aber Sie sind Edeka, wie kamen Sie zu Edeka hier? Seit 2014 in der Selbstständigkeit, zuerst in Saarwellingen und seit, ja, wie gesagt, 9.06. hier jetzt in Wallerfang. Was hat Sie denn bewogen, ins Saarland zu kommen, als Pelzer? Der Liebe wegen. Wie der Liebe wegen? Der Liebe wegen. Aber was heißt denn Liebe? Haben Sie eine Frau? Ja, natürlich. Okay, und die ist Saarländerin? Die ist Saarländerin. Die kommt woher? Aus Völklingen. Aus Völklingen. Ja, und arbeitet natürlich mit mir zusammen hier. Okay. Im Markt. Jetzt mal eine Frage, Herr Kühne. Was heißt denn das, Edeka-Mann zu sein? Ich habe Sie letztes Mal, als wir ein Vorgespräch hatten, da haben Sie selber Blumen rausgefahren, Sie haben sich selber um die Kunden gekümmert. Sind Sie hier am Markt zu Hause, mehr oder weniger? So kann man es sagen, ja. Okay. Ich bin Kaufmann vor Ort, ich bin Kaufmann aus Leidenschaft und ja, Name ist Programm. Name ist Programm. So, hier stehen auch Ortsschilder, Bliesgau, Molkerei, Kaffeerösterei. Das ist im Prinzip auch das, was man aus der Fernsehwerbung kennt, diese Nähe zum Kunden. Die Regionalität. Genau, die Regionalität. Unser Ei, was von der Firma oder von der Familie Tindinger, ja, in Ihnen, 9 Kilometer von hier produziert wird, finden Sie hier bei uns im Regal. Okay, das hier, liegt das hier irgendwo? Also nochmal, die kommen hier aus der Region? Genau, 9 Kilometer von hier wird das. Das war jetzt nicht abgeschworen, haben wir mal kurz gezeigt. Aber genau. Es sind viele Produkte, die aus der Region kommen? Viele Produkte, ja. Das ist ein ganz klares Markenzeichen der Edeka. Super, ansonsten ist der Aufbau ähnlich wie bei vielen Edeka-Märkten? Ja, Sie kommen über den Frühstücksbereich, über Müsli, Milch, Produkte. Ne? Okay. Ja. So, wir haben eine ganz verrückte Aktion. Um Sie mal ein bisschen bekannt zu machen, ja, haben wir ein Produkt genommen, was wirklich toll ist. Das ist richtig. Es ist Carlsberg Urpilz. Und wir gucken uns das gleich mal an. Ja. Und gehen mal in Ihr Lager rein und dann können wir mal beschreiben, was es ist, oder? Das machen wir. Ella. Ja. Noch? Guten Tag. Hallo. Hallo. So, also als Vollsortimenter sind Sie quasi von Katzennahrung bis... Über 20.000 Artikel. Immer vorrätig? Immer vorrätig. Okay. Wir versuchen unser Bestes. Hallo. Hallo. Ja. Dürfen wir mal reinkommen? Ja. So, das ist jetzt das, was man nicht normalerweise nicht sieht, richtig? Richtig. So, und das ist ein Produkt, was jeder Saarländer kennt. Es nennt sich Carlsberg Urpilz. Kennen Sie Carlsberg Urpilz? Ja, sicher, sagt er. Das ist eine Flasche, die so auch sehr bekannt ist. Die klassische Stubi-Flasche, 0,33. Genau. Im Kasten sind 20 Flaschen. 20 Flaschen. Da ist er. Das sind jetzt nur mal ein paar Paletten, die wir da haben. Genau. Wir haben ein tolles Angebot. Es gibt ein langes Wochenende, sage ich jetzt mal. Richtig. Anfang November gibt es ja einen Brückentag. Das ist der Montag, ja, genau. Der für viele frei ist. Ja, 31. Ein weiterer Samstag nenne ich es jetzt mal. Da gibt es ja den Samstag davor. Ja. Viele haben sich freigenommen. Ja, wir machen an dem Samstag, das ist der wievielte der Samstag? Der 29. 29. Und am Montag, der 31. Der 31. Genau. Machen wir Kasten Carlsberg Urpilz. Ja, richtig. Für 6,66.
Das ist korrekt. Genau, 666. 666 ohne Pfand. Ohne Pfand. Das heißt, Pfand kommt extra. Bin noch dazu. Genau, kriegt man wieder zurück, ja, wenn man den Kasten zurückbringt. Richtig. Wie ist der Preis normal für so einen Kasten? Ja, normal um die 10 Euro. Im Handel. Im Handel. Genau, es gibt mal ein Sonderangebot, aber. Ja. Ist das ein guter Preis? Der Preis ist gut, ja. Der Preis ist gut. Es gibt eine Beschränkung. Es gibt maximal 2 Kästen. Also wir haben ja haushaltsübliche Mengen gesagt. 2 Kästen pro Person. Bitte, ja. Und solange Vorrat reicht. Wir haben roundabout erstmal in der ersten Lieferung 600 Kästen. Die sind da? Die sind da. Also nicht nur das, was hier steht, sondern ein bisschen mehr kommt noch. Genau. Also die Aktion, die kommt. Und ihr könnt noch was gewinnen. Ja, wir haben das ein bisschen vorbereitet. Sind die hier in der Nähe, was es zu gewinnen gibt? Ja, die sind an der Infokasse. Genau, vorne. Dann blenden wir das gleich ein, was es zu gewinnen gibt. Es ist was? Der berühmte Urpilz-Stubi-Flaschenöffner. Der Urpilz-Stubi-Flaschenöffner. Genau. So, der ist jetzt auch gerade eingeblendet. Den haben wir da. Und ihr könnt also A, das Angebot wahrnehmen, nämlich am 29. Samstag? Das ist der Samstag. Ja. Von wann bis wann seid ihr auf? Wir sind von 7 bis 20 Uhr jeden Tag. Hier jeden Tag? Auch samstags? Auch samstags. 7 bis 20 Uhr, ja. 7 bis 20 Uhr. Gut. Das heißt, ihr könnt reinkommen, kriegt einen Kasten Urpilz oder 2 pro Person. Könnt mit 3 Leuten kommen, kriegt 6 Kästen, ja. Für 6,66 pro Kasten, korrekt? Korrekt. Mehrwertsteuer natürlich alles mit drin. Alles mit drin. Da ist auch dieser Rahmen mit dabei. Die Kasten, also die Flaschen sind nicht einzeln. Es muss keiner die Flaschen einzeln raustragen. Also, wie ich es hier sehe. Gut, Spaß beiseite, das ist das, ja, genau. So, das sagt Matthias Kühne. Ja. Und er ist Chef von Edeka Kühne hier in Wallerfangen. Genau. Genau, in Wallerfang, ich sag mal so, der Hauptort, bevor Saint-Louis kommt, für viele auch aus Frankreich. Richtig. Haben Sie viele Kunden aus Frankreich? Ja, es sind schon einige. Okay. Ja. Gut. Was sagen denn Ihre Kunden, dass sie neu auf sind jetzt? Also sind sehr positiv gestimmt, dass man hier im Ort jetzt eigentlich alles kriegt, vom Katzenfutter über sonstige Sachen. Super. Ja. Okay. Hier sind Sie, 600 Kästen Carlsberg Urpilz, ja. 29.10.2016. Korrekt. Und am Montag was ist das? 31. Der 31. Ja, vom Feiertag. Solange Vorrat reicht, 600 Kästen sind da, schlagen Sie zu, mit etwas Glück können Sie gewinnen. Und was Sie drunter schreiben müssen, um den Flaschenöffner zu gewinnen, ist ganz simpel, ja. Sie müssen nur drunter schreiben, Kühne Wallerfangen. Und unter allen, die das drunter geschrieben haben, ja, verlosen wir Flaschenöffner. Wir haben wie viel ungefähr noch roundabout? Ja, so circa 30 Stück. Noch. 30 Stück haben wir noch da, ja. Die hauen wir einfach raus, ja, machen Sie mit, schreiben Sie jetzt unter dieses Video als Kommentar einfach drunter. Kühne Wallerfangen, ja, mit etwas Glück werden sie gezogen. Das kennt ihr ja schon, liebe Ed-Zuschauer. Das war Matthias Kühne, wie er leibt und lebt. Vielen Dank fürs nette Interview. Dankeschön.